Dirk, schauen wir mal nach vorne. Der VfL Wiesbaden ist direkt für die Playoffs qualifiziert. Der Gegner im Viertelfinale ist der USC Münster. Muss ich eigentlich sagen, ausgerechnet Münster? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also wir freuen uns natürlich auf so einen attraktiven Gegner wie den USC Münster. Das ist eine starke Mannschaft. Wir haben da zwei sehr gute Spiele gegen das Team absolviert. Aber eigentlich ist das ja kein Wunschgegner oder besonderer Gegner, sondern ein Ligakonkurrent. Und wir wollen natürlich gegen diesen Ligakonkurrenten gut bestehen. Und ich denke, dass wir auch gute Chancen dazu haben, wenn wir unsere Möglichkeiten voll ausnutzen. Und ja, ich bin da mal gespannt, was dabei rauskommt. In den Hauptrundenspielen habt ihr euch ja sehr enge Fights geliefert. Beide Spiele gingen im Tiebreak erst in die Entscheidung. Was kann uns denn da jetzt eigentlich in den Playoffs noch erwarten? Ja, ich hoffe, dass es weiter so geht, dass wir da spannende Spiele, enge Spiele erleben werden, emotionale Spiele erleben werden. Das wird heiß hergehen, das hoffe ich doch, dass das also nicht eindeutig für den einen oder für den anderen ist. Auch wenn es manchmal so schön wäre, wenn es einfach so einfach wäre. Aber es sind eben einfach Ligakonkurrenten, wir stehen ganz nah beieinander. Und ja, da wird die Tagesform entscheiden und ich hoffe, dass wir dort zu dem Zeitpunkt die beste Tagesform haben. Du sagst Emotionalität. Ich hätte jetzt von dir erwartet als Trainer, du hättest eigentlich gern lieber so ein lockeres 3-0, dann ist alles gut. Ja, das kann man sich auch gut vorstellen halt, ne? Aber ich denke mir, dass es einfach in der Situation, der speziellen Phase in den Playoffs gegen so einen Gegner sicherlich nicht einfach sein wird. Da werden sicherlich die Nerven schon ein bisschen blank liegen, bei der einen Mannschaft als auch bei der anderen Mannschaft. Und ich denke schon, dass es da heiß hergehen wird. In den Playoffs geht es ja Best of Three. Das heißt, die erste Mannschaft, die zwei Spiele gewinnt, ist eine Runde weiter. Jetzt habt ihr ja schon im Europapokal auch so diverse Drucksituationen gehabt. Da hattet ihr Hin- und Rückspiel. Das heißt, es ging wirklich in jedem Spiel darum, alles zu geben. Keine zweite Chance im Prinzip. Ist das diese Erfahrung im Europapokal was, was euch dann in den Playoffs helfen wird? Ich hoffe. Ich denke schon, dass diese Erfahrung, die wir jetzt auf dem Weg dort sammeln konnten, uns dann schon geholfen hat. Ob sie dann eben auch in diesem Moment abrufbar ist, ist eine andere Geschichte. Generell denke ich schon, dass der Europacup-Einsatz uns sehr weit gebracht hat und auch geholfen hat, uns weiterzuentwickeln als Mannschaft, auch als Spieler. Und wir wollen hoffen, dass es auch hilft jetzt bei den Playoffs. Gibt es denn ein konkretes Ziel für die Playoffs oder schaut ihr einfach, wie weit ihr kommt? Nein, wir wollen natürlich Münster schlagen. Das ist schon unser Ziel, wenn wir die Chance haben, dort unter die ersten vier zu gelangen. Und die Chance ist da, die ist gegeben. Und wenn wir auch unsere Möglichkeiten nutzen, das wollen wir einfach packen. Da können wir nicht einfach daneben stehen und zugucken, wie es andere schaffen, sondern wir wollen es selber schaffen. Wie bereitet ihr euch darauf vor? So wie immer, gezielt. Wir machen eine gute Analyse. Wir versuchen uns da speziell auf den Gegner vorzubereiten. Wir werden die zwei Wochen nutzen der Pre-Playoffs, auch Trainingsspiele organisieren, dass wir also wettkampfnah bleiben, dass wir wettkampfnah trainieren können. Wir werden versuchen, dort den Gegner noch weiter zu analysieren und uns ganz genau wirklich Punkt für Punkt darauf einzustellen.